Was war das jetzt gerade? So, jetzt geht's weiter. In diesem schönen Raum. Und bei mir fängt es schon wieder an zu lenken. Hier ist nichts, soweit ich gesehen habe. Da ist alles dunkel. Da oben ist auch noch alles dunkel. Aber unser Fischschwänzchen, Fischschwänzchen leuchtet schön. Und ich hätte gerne mein Messer wieder. Ich weiß nicht, warum sie... Oh, Katzin. Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Egal. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich mein... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher, fast neu, oder einen hübschen Hammer, wenn du ein das... Ein Zug vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, wir sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigkeit. Wegen einer logistischen Vergeigung fehlen noch einige Showrequisiten. Das exuberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden gedacht. Dann musst du die melogetöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese wohlschmeckenden, geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eulen nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus, wohnt in dieser... Tschüssi. Dom. Tschüssi. Ich will diese Flasche da hinten haben. Und ich möchte, dass die Lecks aufhören. Das wäre das Zweite, was ich gerne hätte. Mein Gott, ist der groß. Hey, schubst mich nicht. Okay, wir können nicht über Unterleitern durchlaufen. Oh Gott, ich habe das noch halbwegs in Erinnerung. Heißt aber bei mir schon lange nichts mehr. So, Schlüsselloch. Und komische Unterwasserkakteen. Und eine Schnecke. Ja, Schneckchen. Ach, hier kann man wenigstens gescheit laufen. Eine Erinnerung. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Nee, geht wirklich nicht. Schade. Und hier ist alles dunkel. Dann geht's mal zurück. Grinsekatze. Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den Arsch zu treten. Ja, ich denke schon. Hoppala. Ach, schön. Ja. Ich erinnere mich so halbwegs. Hops. Oh Gott. Ja.
Autsch. Ich würde gerne nochmal da hinten gucken. Aber hier ist wirklich nichts. Wenn Alice alle besiegt, darf sie nach oben. Und einmal draufschießen bitte. Und treffen. Sonst momentan nichts. Oi. Und da dürfen wir dann hin. Gut zu wissen. Jetzt nicht lecken, wenn ich springe. Oh, I love it. Also, die Lecks sind schön. So, jetzt. Und bitte noch einmal, danke. Nicht da drauf? Oh Gott, da fliegen wir durch. Na super. Oder... Ne, von da oben sind wir gekommen. Ach ja, wenn es leckt. Leckt es. Ich spiele trotzdem weiter. Was? Da fliegt noch einer meiner Schmetterlinge. Und Splitter. Das war knapp. Oh.
schön, Alice. Ich muss gucken, warum das nachher so lenkt. Ich muss nachher nachschauen, warum das hier jetzt so lenkt. So rum. Totally concentrated. Würde ich eigentlich gerne nochmal da oben auf diese blöden Dinger und die Zähne holen. Gott, Leute, das ist gerade echt schrecklich. Also ich lasse es jetzt. Die Lecks, die will ich mir jetzt gerade nicht mehr geben. Jedenfalls nicht, wenn es um so einen Mist geht. By the way, könnten wir gerade mal... Ach, Mauszeiger bitte. Oh, wir haben 370. Reicht nicht. Oh. Und jetzt bitte mal kurz nicht... Jop. Schön. Puh. We made it. Finally. Und jetzt stirbt das Spiel. Ach, Glück gehabt. Glück gehabt. Hops. Hier riecht's wie in einer Schnapsbrennerei mit einem Hauch Mundgeruch und Urin. Das ist der Duft des bekannten Genies. Also, verpiss dich. Mehr Leergut als eine irische Brauerei. Der Zimmermann schickt mich. Zunächst einmal. Der Zimmermann ist ein karierter, kleinmütiger, knausriger Klotzkopf. Mag schon sein, aber ich bin wegen des Skripts hier. Ich wollte... Einen Scheiß willst du? Ich will einen Drink. Wen interessiert's? Ich will die Verantwortlichen für das Scheitern meiner Karriere in Ketten sehen. Keine Freude. Ich will wissen, was Liebe ist. Die Welt bleibt stumm. Gerade jetzt will ich meine Dosis... Versteckspiel. Finde mich dreimal, Holdemalt. Beeil dich. Schön. Und wir können reden. Na, da oben. Er hat naturgemäß einen Vorteil beim Verstecken, aber sein Verhalten kann ihn verraten. Das Schreiben passt perfekt zum Oktober. Wenn man es so betrachtet. So, bitte jetzt nichts übersehen. Sagst du uns noch was? Wo Tinte fließt, da der Oktopus ist. Aha. Folge der Tinte. Stimmt das? Zum Sterben schöne Darbietung. Walross Anzeiger. Oh. Lebensmüde, lebensmüde. Alice, bleib stehen, bitte. Ja, da ist eine Schnauze. Ich sehe sie sogar. Und immer schön die Schnauze pfeffern. Ein Korb. Da oben ist auch noch mal was. Ein Goldzahn. Den möchte ich haben. Ist hier irgendwo noch was? Nope. Heute riskieren wir unser Leben für Goldzähne. Und schwuppdiwupp.
Upsala. In diesem Level kann man unglaublicherweise ganz viele Erinnerungen verpassen, wenn man Pech hat. Ich glaube, ich habe damals das Level noch zweimal machen müssen. Zum Oktopus geht's da lang. Lustig. Muss man jetzt nur ein bisschen zielen, Alice, und dann. Treffen wir auch alles. Das ist zu leicht. Das ist zu leicht, sagt der Kerl. Sitzt dahinter. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie. Das ist mir gerade irgendwie ein bisschen. Ich bin gerade verwirrt. Ja, ich bin gerade etwas verwirrt. Da sind wir hergekommen. Da kommen wir auch nicht mehr so zurück, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da hinten lang müssen. Oh, ich weiß es gerade im Moment echt nicht mehr. Hier muss irgendwo was sein. Na, natürlich, Schrumpfeilchen. Ich bin blind. Mit Bravour gemeistert. Da leuchtet eine Flasche. Ja, mit Bravour gemeistert. Oder so. Hust. Pardon me. Irgendwie habe ich gerade einen trockenen Hals.
Und schwupp. Krieg ich schon wieder nichts. Vielleicht ein paar Secrets finde. Und jede Menge Zeug, das auf dem Boden liegt. Aber hier war jetzt nichts. Keyhole. Kann ich dich aufpfeffern? Nein. Du bist eine Nase. Schlüssel. Lauf, Alice. Ach, da ist der drin. Ich wollte aber da oben noch ein bisschen gucken. Da ist nämlich auch noch hier, wie man sieht, eine Flasche. Das war derbe vorbei. Um Gottes Willen. Oh, ja, ja. Nein, 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 Megalek. Oh, Leute. I'm so sorry. Ohne Leg. Seriously. Klappt das auch? Schwupp. Holla, die Waldfee. Da ist unser Oktopus drin. Und ich will erst die Kiste. Vielleicht hat sie es jetzt. So, jetzt hast du mich. Aber nochmal schaffst du es nicht. Ah, da ist die Tinte. Schwupp. Oh, wo muss ich jetzt denn lang? Ich muss jetzt hier über diesen blöden Pilz oder was springen. Ah, okay. Der geht sogar ein bisschen down. Und hopp in den Wind. Okay, von da sind wir gerade gekommen. Da haben wir vorhin den Schalter kaputt gemacht. Interessant. Na okay. Hopp, hopp, hopp. Oh Gott. Das war jetzt knapp. Another secret way open. We have to go there. Oops. Okay, könnte sein, dass wir gleich kämpfen müssen.
Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugesteht. If you say so. Ich will da gar nicht runter. Nachher noch du. Das war zu früh. Bitte mal jetzt ganz schnell hin. Und nochmal. Ich nehme mein Schwert wieder. Und Alice, du bist 1A. Seriously? What the fuck, Alice? I don't like this, Alice. Jetzt sagen wir, komm. Was ist das denn bitte? Backende Blubbel. Magende Blubbel. Da hinten leuchtet was. Das will ich haben. Ah, schön. Ist das jetzt von der Seite hier? Na! Sag mal. Hör auf zu lecken. Made it. We're gonna made it! Yay! Now we can go there. Und das gleiche Spiel nochmal. Ja, komm. Nicht so viel Zeit lassen, bitte. Das war knapp. Haben wir hier noch? Das müssen wir so erreichen, okay. Oh, come on! Das ist ja schrecklich. Blöde Rätsel sind blöd. We try again. Hurry up. Nein! Oh, gerade so.
Well, that was a close one. Kann ich jetzt da hinten hin? Ich weiß nämlich nicht, was da hinten jetzt noch war. Okay, kann es sein, dass wir dann doch erst da hinten hoch müssen, ja. Immer noch backende Blubbel. Was geht's hier lang? Zum Theater hier entlang. Damit haben wir den Oktopus hoffentlich gleich auch abgeschlossen. First we have to look for secrets. Da vorne ist er drin. Aber ich hätte lieber jetzt erstmal... Naja, mehr wird's hier nicht geben. Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Dann hoffe ich mal... Das wirklich ist. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag. Pfeift auf uns. Geschmack. Wer will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Varus hat seinen großen Auftritt als Tod. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdivers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Oh je. Schöne Musik. Was ist das hier? What the fuck? Der Dreck läuft. Und damit verabschieden wir uns vom Oktopus.